Heute machen wir Ausflug mit in der Stadt. Und kann ich hier? Ja. So hoch. Ich kann gar nicht. Ja, so hoch? Ja. Ich gehe. Hat Angst. Weißt du, sie. Aber schon muss sie, oder? Ja, jetzt sind wir draußen. Ich mache eine Klasse damit. Aber heute ein bisschen kalt. Und ja. Bin ja. Ja. So, jetzt zuerst die Erklärung. Fotografieren können Sie nachher. Da kommt noch jemand. Julia. Julia. Ja, schön. Also, das ist dieser Anlage. Wenn man dann rüber geht, wenn man gute Augen hat, sieht man den Fernsehturm auf Stuttgart und den Fernmeldeturm. Das heißt, es geht über Kirchheim weg bis, wie gesagt, ganz weit nach Stuttgart. Der wenn wir jetzt hier weitergehen, Kirchheim unter Teck. Wir sind auf 330 Meter Höhe. Der Berg ist auf 750 Meter Höhe. Und das Ganze nennt man jetzt hier, was man so sieht, die Kirchheimer oder die Schwäbische Alb. Ja? Schwäbische Alb, ja. Da drüben ist der Hohe Neufen, die Bassgeige, die Deckberg, der Breitenstein, die Limburg, der Erkenberg bis zum Eichelberg. Und man sieht jetzt über die Kirchheimer Altstadt. Und dann, was darüber hinaus ist, das ist dann hinterher gebaut worden. Diese Fahne ist gleichzeitig die Stadtfahne von Kirchheim und die Fahne der Ukraine. Ja. Die hängt hier schon eine ganze Zeit und es ist Zufall, dass die Fahnen gleich sind. Aha. Ja gut, und jetzt geht man in die Marktstraße. Das ist die Kirche und die Kirche. Wenn die Dinge noch. Wenn wir jetzt noch weitergehen, ja. Dann sehen wir hier, wir kommen nachher vorne zu diesem Gebäude da drüben. Da sage ich dann etwas, wenn wir dort sind, wenn wir zur Bastion gehen. Wir können jetzt auf die Bastion schon gucken, hinter dem Gebäude, gehen aber runter in die Bastion. Und Kirchheim, wie gesagt, ist eine alte Stadt, eine Fachwerkstadt. Und Kirchheim hat viele, viele Fachwerkhäuser. Mhm. Und zum Glück den Markt regelmäßig. Bis hin zu besonderen Märkten. Giebel, das sind Giebelhäuser. Ja, ja. Und das war früher die Bauweise, die man immer gefunden hat. So, und sie wohnt hier drüben in dem Hochhaus, 14 Stockwerk, hat sie gesagt. Das Hochhaus. Ich würde gerne hier oben mal ein Foto machen. Ich habe auch ein Foto dabei. Wenn Sie sich so hinstellen, dass Sie mich alle sehen. So hin, dass ich sie auch drauf habe. Okay. Also, dann müssen Sie ein bisschen zurück. Alle? Nee, und Sie müssen ein bisschen vor und er überragt alles. Jetzt machen wir Foto. Was nicht mehrere geworden sind. Ein Hochhaus. Denn das hier vorne, wenn man hier rüber schaut, da drüben gibt es so zwei, die so rötlich braun aussehen. Das sind aber keine Hochhäuser, das sind hohe Häuser. Nur 9 Stock oder 10 Stock. Gut, gut. Schön.
Ahmed, erster oder wer? Yeah. Ui, okay. Jetzt scary. Ja. Yeah. Was? Ah, ich habe gedacht, Ahmed. Nein, alles gut, ja? Ja, okay. Ja, man muss aufpassen bei der Stufe. Ja. Wenn es schwierig ist, bitte sogar rückwärts gehen. Geht man noch besser als vorwärts. Ich gehe langsam, okay? Danke, Ahmed. Er wartet auf ich. Ich meine, ich spreche mit meinem Video, Ahmed. Nein, alles gut. Ist der hoch, oder? Ja. Und sie sind meine Klassenkameraden. Wir gehen zusammen mit meiner Lehrerin. Und ja, Journalist, oder wie heißt er? Nein, er ist ein Stadtführer. Sehr schöne Blumen. Hallo. Habt ihr es bekommen? Habt ihr es alle bekommen? Samstag habe ich alle. Dankeschön. Sehr schön, ja? Und da oben. Bin ja hart von 100 Pfund. So, einfach mal runterkommen und sich irgendwo hinsetzen und diskutieren mit den anderen von den anderen Parteien. Das ist immer die ganz, ganz kritische Geschichte hier. Und wer gut argumentiert, den wählt man vielleicht auch. Ich bin 19 Jahre im Gemeinderat gewesen, also sehr oft auch wiedergewählt worden. Und man hat das jetzt so angelegt, hier passen jetzt auch wieder 140 Menschen rein. 140? Drüben gibt es diese Bänke, also die man hier noch so als Bänke hinstellen kann. Dann da oben, wo Frau Wild sitzt, jeweils auch gestaffelt, zwei Bankreihen und dann noch diese Plastiksitze. Wenn also hier nur was aufgeführt wird, kann man sich setzen. Man kann aber auch hier unten sozusagen das freilassen, kann Musik machen und tanzen oder sonst was machen. Das machen manche so als, ja, wie soll man sagen, wenn sie ein kleines Fest feiern wollen. Darin sieht man den goldenen Ball, Kugeln. Ja? Wenn heute Abend der Mond zu sehen ist, sieht man den Mond so, wie er jetzt zu sehen ist, nicht ganz weit. Helles oder dunkles Rot? Helles. Helle. Und du? Welche ist besser? Diese? So eins? Ja. Wie wollen Sie denn? Ja. So, genau. Nochmal ein kleines hier und so. Jetzt haben wir so. Frühstücken wir zusammen in der Bäckerei. Oh, Kartoffeln auch. Gut. Wie heiß? Ich weiß nicht, mach Foto. Ich habe diese Salat bestellen. Katja. Katja auch. Und unsere Lehrerin. Kaffee. Aber das sind doch normale Kartoffeln. Ja,
Aber etwas ist süßer. Also ich verstehe nicht, wo ist die süße Kartoffel. Machen wir anderes. Machst du die? Oder? Nein, das ist nicht die. Julia! Luca! Ja, der Luca. Hallo zusammen! Hallo, meine Lieben! Ich bin jetzt gerade eben nach Hause gekommen und ich gucke da in die Aussicht. Da hinten seht ihr die Tech. Das ist unsere Burg. Und gestern oder vorgestern war ja der Besuch, der hohe Besuch, der König von Großbritannien in Berlin. Und heute, nee, gestern war, vorgestern war er in Hamburg. Und ich habe einfach mal gelesen über die Burg Teck durch, irgendwie durch Zufall. Und ich wollte euch mitteilen, dass diese Burg Teck, die hat Bezug zu der königlichen Familie in England. Sprich, die Oma oder die Großmutter vom Oma oder die ja, Oma oder Oma von der Elisabeth II., die stammt eigentlich hier. Gut, die haben alle deutsches Blut, aber ich habe da jetzt mal gelesen, dass, ich lese euch das mal vor, es gab eine Marie Teck, einfach mal so zur Info, eine Marie von Teck hieß sie. Ihr könnt es mal googeln oder bei Wikipedia lesen. Das ist gleich bei mir hier vor der Haustür. Eigentlich eine Wohnung mit Teckblick. Das ist auch nicht schlecht. Und die Burg Teck, die ist, falls noch keiner von euch da gewesen ist, müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ist wirklich toll dort. Da gibt es auch die Burg Neufen, aber jetzt geht es erstmal um die Burg Teck. So sieht es aus. Die Burg Teck, das ist ziemlich schön dort. Vor allem im Sommer ist es richtig geil. Mit einer coolen Aussicht. Und die Geschichte dieser Burg hat, wie gesagt, schon vieles mit der königlichen Familie in England zu tun. Der Glanz des alten Namens Teck blieb erhalten. Im 19. Jahrhundert ging Herzog Alexander, Neffe König Friedrich I., die Ehe mit einer nicht ebenbürtigen Gräfin ein. Der 1837 geborene Sohn Franz wurde er von der Thronfolge ausgeschlossen und erhielt als Ausgleich den Rang eines Fürsten. 1871, den eines Herzogs von Teck. Herzog Franz heiratete Prinzessin Mary, eine Enkelin des britischen Königs Georg III. Die Tochter Maria von Teck wurde die Ehefrau von König Georg V., George V., und brachte den Namen Teck somit in die Titular des britischen Königshauses. Sprich, diese Maria von Teck, die Frau hier, das ist eigentlich die Großmutter von der Elisabeth II. Also das wollte ich euch mal sagen. Also Kirchheim unter Teck, falls noch keiner von euch hier in Kirchheim unter Teck gewesen ist, kommt vorbei, wir können uns mal vielleicht auf ein Käffchen trinken. Der Luca kommt vielleicht auch mit oder auch nicht. Und die Pinja, jetzt gucken wir mal, was die Pinja macht. Luca, wie geht's dir? Ja, bist du müde? Alles klar. Komm, guck mal, was die Pinja macht. Pinja, was machst du eigentlich da? Heute ist Freitag, so muss ich die Großputz machen. Ja. Genau, und hast heute gekehrt, gestaubsaugt, oder? Was immer. Hast du eigentlich das Teil in die Toilette getan, was ich dir gezeigt habe? Also das Pulver da, was nicht. Ah ja, ich habe es schon gemacht. Und hast du auch die Bürste denn gelassen? Ja? Hast du noch die Packung? Ich möchte es. Im Gäbersach. Ja, okay, ich guck mal. Ich wollte euch einfach mal fragen, ob ihr das auch nützt für die Toilette. Das glänzt so gut. Ich zeige euch mal das Teil, die Chemie. Mhm. Und sonst alles okay aber bei dir? In Thailand, wir benutzen keine Chemie, weißt du. Mich persönlich und etwas in meinen Augen. Ja, ist nicht schlimm. Du arbeitest ja. Du bist heute fleißig. In Thailand, ja, haben wir für nur unsere Familien. Ja. Wir haben wie Natur. Ja. Wir haben gemacht mit Obst oder Gemüse, das du ja. Möchtest nicht mehr essen. Ja. Und dann einfach mit Zucker. Ja.
und dann lassen. Also praktisch hier. Tulinsee, weißt du Tulinsee? Ja, das kann ja. Es geht ja um Kalk. Kalk ist ja, das kommt ja vom Wasser. Kalk, ja. In Deutschland. Du kannst ja gucken, was Kalk ist. Oder ich weiß es nicht. Ich kann es dir kurz zeigen. Mhm. Warte kurz. Kalk und das verkalkt alles. Deswegen tun wir, wenn hier schlecht Wasser durchgeht, tun wir auch Chemie rein. Aber ich zeige dir mal, was Kalk ist. Vielleicht, weil ich kann das halt nicht auf Englisch. Benutzt Calcium. Calcium. Guck mal, das zum Beispiel. Das ist Kalk. Siehst du? Nein. Ich zeige dir. Ja, ja, ich weiß. Aber das ist zum Beispiel. Manchmal ist hier auch. Das ist Kalk. Ja, ja, ja. Und in der Toilette, wenn Kalk ist, WC zum Beispiel, ja. So, WC-Kalklöse. Da. Das sieht manchmal so komisch aus, weißt du? Ja, aber wenn benutzt du oft Chemie, das ist auch nicht gut. Ja, das kann. Und dann später, du hast keine, nicht mehr gut Tulinsee, weißt du, Tulinsee. Ich zeige dir mal. Ja, zeig mal. Tulinsee, ich weiß es nicht, wie heißt in Deutsch? Ja. Schreibt mal auch in die Kommentare, Leute, weißt, wie ihr das macht. Oder, oh, jetzt habe ich mich angehauen. Oder was ihr drüber denkt. Deutsche. Ah, Mikroorganismen. Ja, yeah, das sowas. Ist besser. Das ist wir benutzen das. Das ist wie Bakterien, ja? Ja, aber gut, Bakterien, weißt du. Okay, und warte wir kurz. Wir benutzen immer Chemie und dann später gut Bakterien. Wo ist eigentlich Deutsch? Siehst du hier irgendwo Deutsch? Weiß es nicht. Deutsch mit D. Ja, A, B, C, D, E. Da, Deutsch. Ja, genau, so wie ich das gesagt habe. Mikroorganismus. Das ist besser. Ihr macht das praktisch. Ihr macht das biologisch. Ja, ja. Genau. Ja, ja das habe ich gemeint, Leute. WC-Zauberpulver. Selbst schäumendes WC-Reinigungspulver bei Wasserkontakt. Die Steighöhe des Schaumes hängt von der Bau von der Toilette ab. Bla, bla, bla. Und dann wird es irgendwie komplett da reingetan und dann dauert es 15 Minuten, dann sieht es wieder gut aus. Ich weiß nicht, ob er sowas benutzt, sagt Bescheid. So, die Pina hat hier etwas für sich gekocht und für mich hat sie das gestern gemacht. Jetzt habe ich das einfach mal ein bisschen in der Mikrowelle aufgewärmt. Salat habe ich vorhin schon gegessen, jetzt esse ich solche Hähnchen mit Kartoffeln. Und wünsche jedem von euch auch einen guten Appetit. Das war so ein kurzes Video. Ihr habt ja gesehen, wie die Pina unterwegs war. Im Ausflug im Rathaus bei uns in Kirchheim. Ihr hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ihr habt es genossen. Und ja, ich esse jetzt. Wünsche euch alles Gute. Gebt uns ein Like. Abonniert zum Kanal. Und kommentiert die Videos. Bis dann. Wir sehen uns.